einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr sehen könnt, ich muss mal nicht fahren. Ich lasse mich heute von meinem Chauffeur fahren. Das ist leider nicht der Martin, der ist kaputt. Deswegen gibt es mich und eine Alternative. Aber die Alternative mag nicht auf YouTube sein. Also wird es nur dieses schöne Gesicht geben. Ja, wie im Verkehrsunfall. Man kann halt nicht wegkommen. Wir sind gerade losgefahren. Wir haben jetzt halt noch 180 Kilometer vor uns. Also ein gutes Stündchen. Ich versuche diesmal wach zu bleiben, so zur Abwechslung. Wenn ich mit Martin fahre, dann penne ich irgendwie immer ein. Ich will jetzt nicht sagen, das liegt an ihm, aber passiert halt. Ja, wir fahren los und haben Glück, denn Straßen sind frei. Und in diesem Sinne, hit the road, Jake. Vielleicht noch gucken, dann hört es aber auf. Also wir fahren gerade irgendwo hin. In die Ferne. Spätestens wenn wir nasse Füße kriegen, wissen wir, aber wir sind zu weit, weil dann sind wir in Meer gefahren. Aber ja, gucken wir mal. In diesem Sinne fahren wir jetzt mal weiter und haben noch 20 Kilometer. Also sind fast da. Ja, angekommen sind wir. Es ging heute sogar mal direkt los. Wir haben die letzten Jahre eigentlich immer ein bisschen was draußen warten müssen. Haben jetzt schon die zweite Fuhre, die wir mit reinbringen. Und lustigerweise wurde ich auch schon verwechselt. Ich wurde draußen angesprochen, dass jemand mein Panther-Buch kaufen möchte. Ich könnte vielleicht einen Black Panther anbieten, aber ansonsten weiß ich auch nicht, was der gute Herr wollte. Hat mich verwechselt. Also hier läuft noch irgend so ein Mark Forster im Impersonator rum. In diesem Sinne, wir gehen jetzt zu unserem Platz. Wir stehen wieder direkt an der Strecke, das ist geil. Kann ich euch viele Videos machen und so. Und wie ihr merkt, ich brauche mehr Sport, denn ich bin schon wieder aus der Puste. Weil laufen, gehen und reden. Also bis gleich, wenn unser Stand steht. Ja, Hallöchen. Aufgebaut ist... Ich habe gerade einen Livestream für Facebook gemacht und jetzt nochmal hier. Wie ihr sehen könnt, wir haben einiges dabei. Ich blende euch einfach den Facebook-Livestream hier einfach mal mit ein. Das macht das Ganze einfacher, da muss ich alles nochmal sagen. Aber wir sind zufrieden mit unserem Platz und Kamera ist jetzt am Start. Wir gehen jetzt mal rum und gucken mal, was es hier so alles gibt. Also freut euch über einen kurzen Überblick über diesen ganzen Messestand hier. Thank you.
Ja, das, was ihr jetzt gesehen habt, das war dann quasi so ein kurzer, grober Anriss über den ganzen Merch-Kram, den es hier gibt. Also Merch, das hört sich doof an, aber ja, der Börsenteil. Wir gehen jetzt gerade rüber und gucken uns die Fahrzeuge an. Und das heißt, ihr werdet jetzt ein paar von den coolen Fahrzeugen sehen, mit denen man hier auch sogar mitfahren kann. Wir sind jetzt hinter dem Museum und deswegen ist es hier auch laut. Denn wie ihr sehen könnt, die Fahrzeuge, die alle nachher den Rundkurs fahren, die leihen sich hier gerade auf und fahren da rum. Und wir haben voll in den Matsch getreten. Hier haben wir auch eins der Highlights, was gepostet worden ist. Ein französisches Renault FT oder FV, irgendwie sowas. Sehr klein. Also eher so ein Ein-Mann-Panzer-Ding. Ja, im Hintergrund seht ihr die ganzen LKWs fahren noch ran. Ich weiß nicht, ob man das dröhnen hört, aber das ist schon sehr krass. Hier haben wir auch noch ein cooles Fahrzeug. Sieht auch sehr schick aus. Und ja, da hinten steht der Panther. Da laufe ich jetzt mal hin und mache da mal ein schönes Foto von. Und jetzt kommt ein Kettenkart vorbeigefahren. Mit dem kann man sogar mitfahren. Ja, und jetzt mal ab zum Panther und gucken, was sonst noch so aus der Halle rauskommt. Wir haben uns jetzt also den ganzen Kram nochmal angeguckt beim Rausfahren. Ich habe ein bisschen Videos und Fotos ja gemacht. Richtig cool, den Panther haben wir dann jetzt auch schon mal gesehen, weil ich glaube nicht, dass der Rundfahrten macht. Der wird wohl nachher nur da stehen. Wir haben jetzt kurz vor 9, das heißt gleich öffnet die Tore. Wir sollten also zurückgehen zu unserem Stand. Das machen wir dann jetzt und ja, dann gibt es als nächstes dann halt einfach gleich Clips. Einfach mal schön aneinandergereiht mit netter Musik, wie die ganzen Fahrzeuge bei uns vorbeifahren. Denn wir stehen direkt an der Strecke. Also habe ich gar keine Probleme, heute gute Fotos oder Videos zu kriegen, denn die fahren ja einfach an mir vorbei. Aha. Ja, und wenn es dann nachher läuft und der Kollege den Stand übernimmt, dann gehe ich auch mal ins Museum rein, was ihr hier seht. Ich halte es einfach mal ein bisschen so, dann seht ihr, an was wir vorbeilaufen. Also, ja, da steht einiges drin, da werde ich euch noch ein bisschen zeigen. Und da kommt wieder ein Motor, das müssen wir mitnehmen. Einfach cool hier. Ja, wir gehen jetzt also zum Stand, beeilen uns ein bisschen, weil ich trödel zu viel, weil ich quatsche. Und ja, wie das halt so ist mit den dicken Leuten, wenn die den Sauerstoff, den sie haben, dann auch noch fürs Quatschen verbrauchen, sind die aus der Puste und werden langsam. In diesem Sinne, bis gleich. Ja, bei uns ist es Tradition, wir nehmen immer Frikadellen mit. Dieses Jahr haben wir sie auch eingepackt und deswegen können wir sie dieses Jahr auch während der Messe essen. Gruß an Martin fürs Braten und so und Mahlzeit. Thank you.
erste Tag ist rum und ich würde mal sagen, der Chef kann stolz sein, denn ich denke, wir haben sehr viel verkauft. Was macht denn die Klimaanlage an? Ich bin hier am Filmen, Junge. Ja, also wie ihr seht, eine große Kiste ist weg, ein ganzen Haufen Figuren ist weg, von den RC-Panzern ist jede Menge weg. Die haben sehr gut verkauft, auch die Schlüsselanhänger gingen wieder gut. Jetzt lasse ich mich nach Hause chauffieren und dann gibt's was zu essen. Und da der Papa gut gearbeitet hat, kriegt der Papa schön was für den Bauch. Ne? Also in diesem Sinne, auf nach Hause. Ja, und was Sie jetzt hören, ist David Hasselhoff. I'll be there. Verdammt. Eingeknackt während der Fahrt, aber so ein bisschen was habt ihr ja gesehen von der Gegend hier. Da hinten geht es wieder rein. Wir packen jetzt und sehen zu, dass wir unsere Karre geschafft kriegen und ja, dann gehen wir mal los. Ne? Packen wir mal wieder alles auf das Wägelchen. Ja, wir sind jetzt hier im Museum angekommen und bei mir ist der Barend. Der ist ein Afol hier aus den Niederlanden. Und damit wir uns beide anständig unterhalten, reden wir jetzt in Englisch. So, hello Barend. Hello Martin. Okay, that's the interview with our Barend. I'm hey, stupid random guy, how are you? Sorry, Patrick. So, you're here today, but you're here much more often, right? Yes, I come here at least once a month on a regular basis. Yeah, and he also does events here in the Netherlands. And if you want to visit, what's your page? Dutch Breaks, just at Facebook. Okay, there, I will link in the description below. And now we head to the museum and we take some interesting pictures and short clips. And yeah, let's see what we got new here, right? Yeah. Okay, let's go. Let's go. So now we go to the new space. Barend just told me that, ich mache das auf Deutsch, weil er hat es mir gerade gesagt. Hier unten war früher so Restaurationsabteilung und jetzt gibt es hier unten so nette Dioramen und sowas alles mit drin. Also schauen wir uns jetzt mal hier um und zeigen euch mal, was es hier so alles gibt.
parent just did something wrong. I don't know. We have no idea. We were standing there taking some pictures of the Stalingrad display, and suddenly the alarm went off. So yeah, and there were two security guards, and they were leaving, saying nothing. They didn't say anything. They just turned around and went away. And yeah, at least they were there, so nobody can say we did something wrong because there were two security guards. Yeah, or they just don't even give a fuck on what we're doing there. So. But we did nothing wrong. I posted the last picture before the alarm went off. And yeah, that's it. I didn't even touch the glass, so I don't know. So we go now and look at this place here and take some pictures over here. Yeah. Okay, and here's no alarm, so it would be nice. So we are here at the display of the Normandy, landing at D-Day, as you can see. And normally we would hear some sounds like propellers from planes and shots fired and cannons and people screaming, stuff like that. But they're closing down the button. Maybe it was standing there because of an audition that was walking through, so I don't know. Yeah, I think it's because of the event. Maybe. People may go just crazy because of it. Yeah. But it's really cool, and I really like, because D-Day and Private James Ryan is really cool. So you saw some of the details of this display, and now we go to, this looks like... Arnhem. Yeah, what he said. Yeah. Let's go over there and take a look. So we're now here at the part where all the trucks are standing and everything is big and massive. And like here, tow trucks, and I don't know where this guy is pointing at. Maybe at the plane, at the roof. But it's quite nice here, and so many trucks. Do you know if they are still rolling, or at least this one is leaking? As far as I know, all vehicles that came in here from the crowd collection were in running condition. Okay. And yeah, I heard a discussion like, do we have to keep them running or not? And as far as I know, they tried to keep them in running condition as well. Okay. Yeah, that's cool. And for that, I take the Willis Jeep. Just why not? An meinem Lieblingsfahrzeug in dem Museum, denn wie ihr sehen könnt, ich stehe jetzt wirklich vor dem Rad, und wie ihr sehen könnt, da kommt noch ein bisschen was Rad. Also das ist ein Amphibienfahrzeug, das ist auch richtig cool. Wir gehen einfach mal so Richtung andere Wand, und irgendwann taucht das hinten mir vielleicht so komplett auf. Also wie ihr seht, man muss ein gutes Stück laufen.
So that's the smallest car in the station. I think I will have one of these for the city. Just in case, you know. Yeah. For groceries, stuff like that. It's okay. You have a lot of place for pallets. Not that good at finding pockets. Drive over somewhere. Yeah. Why not? I think a smart car would very effectively under there. Yeah, and or like a Porsche or a supercar can drive under this. And if you want, you can go swimming with it. Yeah. So, living next to the Rhine, it's a good deal. Yeah. Also dadurch, dass in Koblenz alle Brücken blockiert sind momentan, wäre das vielleicht so eine Idee, so eine Marktlücke. Ich mache jetzt mein eigenes Fährunternehmen auf mit so einem Ding. Ich kauf's mir. Der Rundgang durchs Museum. Es gibt da natürlich noch viel mehr zu sehen. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr hier in der Ecke seid. Barrett ist noch im Museum. Ich werde jetzt zurück zu Martin, zu unserem Stand gehen und hoffentlich ist da noch ein bisschen was verkauft. Beziehungsweise hoffentlich werden wir noch einiges verkaufen. Also in diesem Sinne noch viel Spaß mit den Bildern.
So, das war's jetzt in Overlohn. Ich hoffe, euch hat der kurze Überblick gefallen. Im Herbst sind wir wieder hier. Genauen Termin schreibe ich unten in die Videobeschreibung. Und ich fahre jetzt heim, gebe was zu essen. In diesem Sinne viel Spaß und danke fürs Zuschauen.